Also wir sind alarmiert worden vom Betreiber des Hallenbads, also sprich der Gemeinde, zu einem Chlorgasaustritt. Er hat das auch detektiert gehabt auf sein Messgerät. Wir sind dann in erster Linie mal vorgegangen und haben die Räumlichkeiten belüftet. Dann ist uns das Messgerät vom Technikraum ausgefallen. In weiterer Folge haben wir die Fachkräfte des GSF Bettenbach dazugeholt. Die haben dann Messungen gemacht. Da haben wir einfach einen erhöhten Chlorgaswert festgestellt. Es wurde nachher weiters belüftet. Der Dampf vom Chlorgas wurde mit Wasser, mit Sprühstreu niedergeschlagen. Dann haben wir die Flaschen alle wieder aufgedreht und haben schauen müssen, wo das herkommt. Es war noch im Bereich der Dosierung eine Leckage. Die haben wir jetzt soweit dicht gebracht. Das Wasser, was wir versprüht haben, ist aufgefangen worden in einem Behälter. Den haben wir jetzt abgepumpt und fachgerecht entsorgt. Waren Leute in Gefahr im Hallenbad? Im Hallenbad waren keine Leute in Gefahr. Es ist zum Glück kein Ruhetag und das Szenario, was wir jetzt heute genau da haben, haben wir schon dreimal mit dem GSF geübt. Also die Handgriffe sind alle gesessen. Was sind jetzt noch für Ihre Maßnahmen notwendig? Jetzt sind wir bereits beim Abbauen von den ganzen Pumpen und so weiter, was wir in Betrieb gehabt haben, und werden natürlich jetzt die ganzen benötigten Sachen dekontaminieren und dann werden wir einrücken.